Und weiter geht's bei Let's Play. Der Heiler schaut dem Affen zu. To the west. Richtig, to the west. Und dann wollen wir mal in ein geniales Level rein. Das ist auch eines der schönsten Vetter-Level. Ja. Und es gibt ein paar versteckte. Du hast was anderes gesagt. Komm schon, gehen wir weiter. Oh mein Gott. Vor allem, das alles haben sie aus dem Schrottplatz gebaut. Naja. Ich würde gerne ihre Werkstoffe sehen, die ganzen Werkzeuge, die sie gebaut haben. Wartet hier. Ja, per Hand halt. Bekannt oder Menschen? Okay. Keine Ahnung. Ich habe den Bauplan. Die Ankerstellen liegen über uns. Monkey, du bist auf dem Weg nach oben. Sklaven. Ich habe die Libelle so programmiert, dass sie dich führt. Du musst dir nur dich führen, das hast du nicht mehr. Ich hab der Libelle Haarimplantate gegeben, jetzt kann sie dich führen. Nein, da werde ich nicht durchkommen. Ich muss einen anderen Weg nach oben finden. Ja. Ist recht, Pixie. Fette Sau. Ja. Ich brauch dich bei mir, Monkey. Komm hoch! Das ist eigentlich. Auch von dir jetzt persönlich wahrscheinlich das Lieblingslevel. Du bist in einer fetten Maschine drin. Ja, eben, deswegen. So. Was ist denn das? Welchen? Ja. Oh, aufpassen, da geht's over. Ja, aber. So, das Rohr rauf, nach rechts mit dir. Ja, jetzt geht's. Okay. Das war jetzt so gut. Oh man, Monkey überfordert, ey. Boah, da merkt er wieder, man ist ein Jump'n'Run. Ja, gar nicht so blöd ist. Na. Ja, kein Problem. Für den Affen. Jetzt. Ich möchte gerne wissen, wie viel Horn er auf den Händen hat. Einfach wegen diesen Szenen jetzt. Nein, ich bin da jetzt nicht voll der Schussfeuer. Deswegen sind deine Haare immer noch so. Ja, das ist der Trick. Du musst sie nicht wieder. Au! Du musst sie nicht. Au! Was für ein Timing! Okay. Ah ja, genau. Jetzt ist es. Wir haben ein Problem hier. Die Flammen versperren uns den Weg. Okay. Ganz ehrlich, bei dem Display, gell? Ich kann die Brenner von hier aus ausschalten. Ja, dachte er gerne, hey, es wird heißer. Lass mich eben abschalten. Es wird heiß. Lass mich schnell aus. So, und jetzt, zack, mitten aus dem Feuer, greift drauf. Er sagt eh, ja. Er sagt eh noch, dass es heiß ist, ja. Würdest du auf 200 Grad heißes Metall draufgreifen? Das ist mehr als 200 Grad. Da komme ich nicht durch. Bring mir das Ding einfach. Dieses Zahnduell gewinnst du. Trotzdem. So. Ich meine, sogar seine Handschuhe müssen wegschwimmen. Okay, okay. Das hält's noch. Guter Schuss, Monkey. Nach dir. Oh, das ist kein Problem. Siehst du den Durchgang? Er ist über dir. Dieses Zahnrad, dieses Schwungrad, perfekt gebaut, bis auf die Enden nur so Rohre rauscht. Ja, ich denke einfach, das Ding ist nicht ganz fertig. Man wird einfach noch ein Teil vom Zahnrad fallen. Die Verankerung hat vier Kupplungen. Wir müssen sie aufsprengen, um das Bein loszukriegen. Und wir sprengen jetzt innerhalb Leitungen, ohne dass irgendetwas anderes beschädigt wird. Ja, das macht Sinn. Ich meine, für die Explosion, die es schafft, das wegzusprengen, gleich davor ist ein Zahnrad, das nichts mitbekommt. Ich habe nur 2 Sekunden Latenz. Heute ist wirklich ein super Tag. Naja. Und vor allem, dass durch dieses kleine Absprengen das Teil im Inneren das ganze Außen abbricht. Ein Bein erledigt, nur noch 3. Halt die Klappe. Ich versuche jedes Mal irgendwie ein gescheites Argument zu bringen, aber. Lass mich das Sicherheitssystem. Komm jetzt nicht mit den Resonanzschwingen. Es brennt sich mit Thermit durch die Hülle. Uns bleibt nicht viel Zeit. Bitte? Ich komme mir gerade vor wie im. Bei Mario. Das war bei Mario Kart, da gab es doch diesen einen. Einen Modus, wo vor dir ein Geist gefahren ist, das Level. Hinter sich gebracht hat. Na, das nenn ich mal die Maschine. Das war irgendwie so ein Rennspiel, was kannst du deinen Geist einstellen können. Der ist vor dir geflogen und ist dir einfach die Bahn im Idealmodus durchgefahren, damit du es schaffst. Du, das sind sehr viele Spiele, haben sie gemacht. Ja, aber das ist genau dasselbe mit dieser Libelle. Die fliegt einfach vor dem Weg,
Ja, folge mir halt. Das gibt's aber in vielen. Das ist ein Jump-Run-Element. Das ist ein ganz klassisches Jump-Run-Element. Sowas. Ich will jumpen. Ja, das ist. Ich bewege hier Spiele, wie ständig. Ja. Ups. Das ist mit dem Deckel. Das ist das. Jump-Run ist das. Verdammt nochmal! Jump'n'Run ist auch das mit Abstand beste Spielgenre, das es gibt. Meh. Kann auch sagen, warum, weil in den Spielen die meiste Liebe zum Detail drin ist. Okay, um ein paar Kumpel. Kann sein, trotzdem, das ist hirnlos. Nur damit du es weißt. Trotzdem, es ist schon ein leicht hirnloses Genre. Ich verriegel die inneren Türen, aber sie sind bald hier drin. Okay. Ich sag nur Pixel. Na, du musst. Da ist einer! Ja, pass auf, Monkey! Das Ding muss doch funktionieren! Guter aber, Schuss! Mann! Ich muss es aushalten. Er ist groß und rostig. Da kann man nicht wieder mal draufholzen. Vor allem, wie ist das festgemacht? Das ist schon einfach nur aus, als wäre es ein Ring, der draufgesteckt ist. Ich denke, das wird es auch sein. Wie verankert das? Also dein Problem ist halt, dass du in deiner Kindheit kein Jack and Dexter gehabt hast. In meiner Kindheit hatte ich Pokémon, das hattest du nicht. Ja, das hatte ich nicht, weil es mir damals voll zu blöd war. Tja. Ohne Scheiß. Hey, die ganzen Kids mit ihrer Scheiß Game Boys und Pokémon. Da habt's was, bitte. Aber der absolute Überwahl. Auf seinen Kanal zu abonnieren. Das aber, das eigentliche, Spiel damals, das ja wirklich. Wie soll ich sagen, der ultimative Renner war damals. Nein, nicht Stateless. Das war. Wie ideal in dem Timing, was da durch war. Na, und zwar, Super Mario für'n Hey, Boy. Mit dem Lift können wir wieder runter! Das Spiel war mir zu blöd. Okay, es ist leicht, oder? Ich nehme gerne das Spiel mit auch zu verletzt, meinen innerlichen tiefsten Gefühl. Ich kann dir auch sagen, warum? Weil mir die Story und gute Arbeit, Jungs. Die erste Verstanden, den Schwachsinn hat es immer schon gegeben. Das erste große Spiel, das ich viel gespielt habe, das war tatsächlich Tetris. Wo müssen wir jetzt hin? Ist das nicht die schönste Maschine, die ihr je gesehen habt? Oder geht's nur mir so? Also ich fahr echt auf. Also wirklich, Leute, hört auf, seine Videos anzuschauen. Abonniert nicht seinen Kanäle. Er hat niemals Pokémon gespielt und Super Mario war ihm auch so dämlich. So, von so jemanden wollte ich jetzt bitte schon. Wirklich. Aus. Schluss. Oh Gott. Ich weiß, ich hab auf dem Gameboy ab Pokémon einmal durchgespielt. Das war. Ich weiß leider nicht, welche Edition das ist, mir ehrlich gesagt scheißige Halt. Ich weiß, sie war in Farbe, glaube ich, und okay, hier das durch. Beste Pokémon, das es da gegeben hat, und das gibt es, glaube ich, nur in der Edition, das ist das Rayquaza. Wow, wow! Die hat Blattgrün oder so gewesen sein. Ist ja unglaublich. Oder Saphir? Na, die müssen Blattgrün. Alle Energiezellen im Umkreis von 500 Meilen ich gefunden haben. Ich keine Ahnung, auf wir jeden Fall. Wir müssen zurückkommen und die Edition hochfahren, sobald wir mit den Kupplungen fertig sind. Es gibt nur das einzig wahre Pokémon, ist die gelbe. Punkt. Und damit werde ich jetzt wahrscheinlich einen Streit auslösen, wenn du nach dieser ganzen Frage noch irgendjemanden hast, der diese Videos anschaut. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich stehe auf moderne Spiele und auf Jump'n'Runs und dann kommst du auf so einen Blödsinn wie Mario. Oh. Was mei, ich meine, gut, mit Mario, wo ich gewohnt habe, unser Nachbar. Nur so kurz, Pixie und Trish haben Trip haben dieselbe Stellung, wenn sie stehen. Ja, weiter. Ja. Die Mutter von ihm war Zahnärztin, dementsprechend hat er immer ganz gute Sachen gehabt. Da unter anderem auch einen eigenen Fernseher mit, ich vermute, 12 Zoll. Schauen wir uns um. Und da haben wir zu 8 im 4er Splitscreen Mario Kart gespielt. Das heißt, du hast ungefähr Bierdeckel-Ausschnitt gehabt, wenn überhaupt. Und da ist das andere. Das heißt, es sind Freundschaften zerstört worden in den Na, Tagen. Eben nicht. Bei Mario Kart nie. Wir haben nämlich wirklich, es waren immer so, wir haben immer so Zagergruppen gehabt, wo man immer halt, da war so immer zur Zeit, also ich mit dem Alex, dann Niki mit dem, mit dem Kevin, weiß nicht, wie der Carsten. Auf jeden Fall, es war immer voll die Gaude. Und was bei was wirklich die Freundschaften zerstört wurden? Da vorne versperrt Mario Party zu oft. Hast du noch mehr von den Bauten? Na klar! Und zwar warst du doch die schönen Nintendo Controller, die hast du wunderschön zu zwei halten können. Ja. Mhm. So haben wir den Scheiß gespült. Stundenlang.
So. That being said, haben wir doch mal weiter Eiern. Die Station ist auch schön in die Wand rein, gell? Ja. Wohin jetzt? Da hoch! Da hoch! Das ist nix! Okay. Nur ein paar fehlende Leitungen, austretendes, brennbares Gas! Hattest du die bitte nicht so anstellen, das ist ein Leviathan. Du bist der Leviathan. Und ein öliger Affe. Beides zugleich. Ich bin ein öliger Leviathan. Oh, oh, dead timing, dead timing! Das Timing! Das war nicht, jetzt war nämlich gar nicht abgewartet, das war einfach nur, Glück. Oh, scheiße. Au, au, au. Na, mein Gestüt da, ja, morgen werde ich definitiv irgendwas Geräuchertes essen. Ja. Das ist das nächste, was wir bis jetzt haben wir noch nirgendwo was essen. Wir sind immer nur mit dem Motorrad fahren oder Max verhauen. Ja. Frisch auf den Arsch fahren. Ein Trip. Damit hier! Ich bin live froh, dass ich so einen großen Live-Bolster hab. Da geht sich das dann nämlich aus. Können wir eigentlich schon das letzte Upgrade machen? Ja. Also, wir haben noch nicht das, wir müssen wieder mal in die Nähe kommen. Müssen wir wieder in die Nähe kommen? Ja. Komm, den Raum schaffen wir wohl noch. Nein. Geschafft! Das sind so eben, das sind so wunderschöne Jump'n'Run-Levels. Das ist einfach herrlich. Weil du eben, weil was mich so eben, wie man das eben die meiste Arbeit drin steckt, wie lange du brauchst, um ein Level, das gar nicht einmal so groß ist, so zu bauen, dass du dann ewig langen Weg durch hast durch dieses Level. Weißt du, wie man? Mhm, die Wendeltreppe. Ja. Na, aber es ist eben so viel Arbeit und Liebe zum Detail in Jump'n'Runs. Also um das zusammenzufassen. Eine riesige Maschinerie, die alles versucht, die zu zerquetschen. Offene Leitungen, halbfertige Zahnräder. Überall kommt Feuer raus und indem ich ein Schwein das Zimmer reinquatscht. Und die Frisur hält. Ja. Guter Schuss. Da muss runter. Nee, da muss einfach nur in die Mitte. Ja, pass auf, Frankie! Das Ding muss noch vom. Geht doch. Haben wir es dann bald mal? Ja, einer fehlt noch. Es hat vier Verankerungen. Mhm. Und obwohl es noch eine einzige Verankerung da ist, liegt das Ding immer noch seelenruhig. Okay, es ist ein fetter Metallblock am Meeresgrund. Warum verankern sie das? Und man könnte jetzt natürlich sagen, auch noch man könnte sagen, damit es niemand stiehlt. Nur, wenn sie wollen, dass es niemand stiehlt, warum lassen sie das Scheißding unbewacht? Das ist ein gutes Argument, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das Argument im nächsten Teil weiterführen können. Ne, Heider? Mhm, ich bringe meine Argumentationshandschuhe mit. Bis dann, servus! Ciao!